ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein Haul für euch. Von Action ist ein bisschen was dabei, von Stem Corner, da habe ich eine kleine Bestellung gemacht, und von Amazon. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal an bei Stem Corner und zeige euch die zwei Stempelsets, die ich mir dort bestellt habe. Und zwar einmal dieses hier. Das ist so total witzig, hier mit den Glubschis von den Tierchen. Und dieses Seepferd ist ja mal richtig goldig, finde ich. Hier, Glück schmeckt salzig, Heimat ist, wo das Meer ist, und Moin, ne? Ist damit bei. Ja, wer mich verfolgt, weiß, ne, Meeresviecher sind meins. Das durfte mit. Und einmal das hier. Ich fliege auf dich, steht da oben. Und was steht da noch? Naschi und... Hat. Ach, chill mal. Oh, ja, gut. Und ja, da ist diese süße Äffchen mit drin und der kleine Panda-Bär. Und diese Fledermaus hat es mir total angetan. Ich liebe sie. Und dieser süße Hase. Und Naschi, das passt ja wirklich richtig schön für die beiden, weil die Zunge raus haben. Und er hier, chill mal. Und das dann hier, ich flieg auf dich. Also das ist schön, das gefällt mir, dieses richtig, richtig niedlich, dieses Set. Boah, musste ich haben. So, achso, Preise stehen da, 13,99 eins. So, dann war ich im Action, allerdings schon vorige Woche irgendwann, und habe nach den neuen Stanzen Ausschau gehalten. Ein paar habe ich bekommen. Ich glaube, die hier ist schon was älter. Ich weiß es gerade nicht, und da habe ich auch lange überlegt, ob ich sie mitnehme, und habe mir gedacht, ach, naja, Herzen gehen eigentlich immer nimmer mit. Dann habe ich mir die hier mitgenommen. Ich glaube 2,49, 5. Ich habe den Zettel leider nicht mehr. Irgendwas um die... Also die war hier für 2 Euro noch was, und die anderen sind hier für 3 Euro noch was, die jetzt denn noch kommen. Das ist einmal das hier. Und zwar stanzt es dann immer die Rahmen aus. Und das ist halt eine Stanze. Man kann die nicht auseinandernehmen. Man stanzt halt immer die 3 Rahmen. Jo, ist auch nicht verkehrt, dann hat man immer gleich ein bisschen was mehr. Also die fand ich interessant, die durfte mit. Dann genau das gleiche Prinzip mit der hier, mit den Blätter und Blümchen. Sind da Beispiele? Ja, da hinten. So könnte das dann aussehen. Einmal die. Ja, zeige ich euch die hier noch. Und die durfte noch mit. Und hier am... kommen auch mehrere Rahmen raus. Einmal ein Innenrahmen, einmal so ein äußerer und das gleiche dann nochmal ein kleiner und dann noch 2 Blümchen dazu. Die ich eigentlich haben wollte, die so im Kreis ist, ich glaube, das sind so Blätterranken, die war natürlich nicht da, aber ja, gut. Dann von den Clear Stems durften welche mit, von den neuen. Und zwar 3 verschiedene. Zeige ich euch. Ne, 4 verschiedene. Entschuldigung. Einmal hier dieses wunderschöne, also ich finde es wunderschön, diese Blumen, dieser riesen Blumenstrauß und die einzelnen Blumen da drin. Richtig, richtig schön, passt jetzt. Der Frühling kommt Ende Februar, Anfang März. Bei uns blühen schon die Schneeglöckchen und die Krokusse sind auch schon draußen. Jo, die Tulpen gucken auch schon so ein Stück. Also wunderbar, passt. Also der durfte zweimal mit hier. Der, dann durfte der hier mit. Boah, mal so, um ein bisschen Verzierung auf die Karte zu stempeln oder so. Ich weiß noch nicht, entweder er bleibt bei mir oder er geht weiter, obwohl ich den hier echt schön finde. So, also diese 3 hier mit den anderen wüsste ich jetzt, glaube ich, nicht viel anzufangen. Vielleicht das hier noch. Ja, ich weiß es halt nicht. Mal schauen. So, und dann hatte ich gerade auch reingeguckt bei mir mal ins Studio und so. Dafür habe ich dann auch schon was mitgenommen. Gleich dazu mehr. Und dann durfte dieses Set hier noch mit. Ich fand die Torte so schön und auch hier die Luftballons und so. Also alles im Allen, dieses Set gefällt mir wirklich gut. Das durfte noch mal mit. Also was heißt noch mal? Es durfte mit. So, und dann diese Viecher hier. Über Geschmack lässt sich streiten. Meiner ist es nicht, aber ich weiß, viele von euch stehen auf diese Viecher. Das Einzige, was mir gefällt, ist dieses Pfötchen.
Und die Eule finde ich ganz cute. Ansonsten, naja, ist es halt nicht so mein Stil. Dann lieber sowas. Ja, also das hier ist für meine nächste Verlosung, die dann ansteht, wenn ich die 500 Abonnenten voll habe. Wird es dieses Set geben und wahrscheinlich einmal die Blümchen dazu. Mal schauen. Also eins davon auf jeden Fall. Also ich denke mal das hier. Mal sehen. Weil es fehlen nur noch 11 Leute. Und die Verlosung werde ich dann ankündigen, wenn die 500 voll sind. Und es wird wahrscheinlich in einem Craft-Update stattfinden. Also ich werde es nicht direkt ausschreiben als Verlosung. Nur mal so als Tipp. So, dann bei Amazon bestellt. Und zwar diese Watercolor Brush Pens. Die habe ich gesehen bei Bastelparadies. Genauso wie, ja, wie soll es auch anders sein, diese süße Fledermaus. Ja, also ich wollte ja schon immer mal schöne und, oder besser gesagt, einfach zu verwendende Aquamarker haben, weil was anderes ist es ja gar nicht. Mit die vom Action komme ich absolut nicht zurecht. Hier habe ich schon mal eine Probe gemacht. Das ist hier dieses helle Grün hier. Und ich finde, die lassen sich wirklich ganz gut vermalen. Also es war wirklich nur Klecks Wasser und zack. Und zu dem anderen komme ich gleich. Hier sind drin 36 plus 2. Also ich glaube 36 Farben und 2 Wassertankpinsel sind da mit bei. Hier sind die Wassertankpinsel. Die sind leider beide gleich groß. Schade eigentlich. Aber gut. Und hier seht ihr die Farben nochmal ein bisschen besser. Ja. Der hat gekostet 8,99. Da stelle ich euch den Link in die Infobox mit rein. Dann könnt ihr, falls ihr das auch haben möchtet, bei Amazon mal gucken. So, und das nächste Set, was ich euch zeige, hat gekostet 27,99. Ich glaube, ja, irgendwie so in der Variante war das. Das sind 100 Stück drin. Ich hole die mal raus, dann könnt ihr da mal kurz gucken. Und die sind so hier. Also das war der erste Versuch, war ich nicht so begeistert. Das war der zweite, ging schon besser. Und ich werde üben und ihr werdet die Resultate dann mit Sicherheit in den Craft-Updates mal sehen. Also da haben wir hier diese und vor allen Dingen die Besonderheit ist hier, wir haben die Pinselspitze und wir haben eine Fineliner-Spitze. Jetzt können wir mal eine aufmachen. Boah. Das ist die Pinselspitze. Na, Fokus. Zu viel los. Das ist die Pinselspitze. Und hier haben wir die Fineliner-Spitze. Ja. Und für den Preis, ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht damit zurechtkomme, benutze ich sie halt als Filzstifte und dann ist es auch okay. Und ja, also die Farbauswahl mit 100 Stück ist schon enorm, finde ich. Schon alleine die Blau-Varianten hier, die blauen Varianten. Dann hier nochmal so ein paar in Pastell mit drin, Braun- und Grautönen und so. Ja, sehr, sehr schön. Ich mich gefreut, dass ich die bekommen habe. Eine kleine Agenda ist hier auch noch mit drin. Farbagenda nennt sich das so. Ich weiß es gerade nicht. Nämlich hier kann man, oder Color Short. Ja, kann man sich das dann darauf machen. Dann war da noch was drin. Das ist davon, ach so, hier so Ersatz. Also falls mal eine Brush Pen Spitze irgendwie nicht mehr schön ist, dann zieht man die mit der Stange, mit der Zange raus und kann die ersetzen und genauso dreimal für den Fineliner. Ich denke mal, bei mir wird das nicht notwendig sein, aber schön, dass das dabei ist. Dann war hier Fantasy Dream noch mit bei. Das sind so ganz große Teile, die lasse ich hier drinne. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die behalte. Hier so Mandalas sind da drin zum Ausmalen und so verschiedenes Gedöns. Das sind jeweils 3 Stück. Oder? Nee, das sind doch keine großen, das sind Hefte. Ich habe jetzt gedacht, es ist sowas Großes zusammengepackt. Das war ich gestern. Das Paket kam gestern und ich habe das nicht gleich so registriert, wie ihr gerade gemerkt habt. Also, da ist einmal das drin. Also, so Ausmalheft. Das ist aber auch kein Aquarellpapier, das ist ganz normales Papier. Jo. Halt so
zum Üben oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht gebe ich die auch weg. Mal sehen. Also die waren jedenfalls noch mit dabei. Boah. Schwiegermama malt gerne aus. Vielleicht kriegt sie die. Mal sehen. Ja, halt so drei Ausmalheftchen waren dann noch mit bei. Und Stencils. Die gucken wir auch noch mal schnell an hier. Wenn ich sie denn aufbekomme. Ja, hier. Jetzt suche ich schon wieder einen Untergrund, um die besser zeigen zu können. Ah, was sagt's denn? Haben wir einmal das. Merry Christmas, Happy New Year. Das ist, boah, die Sprüche zumindest kann ich ganz gut gebrauchen, weil Happy New Year habe ich, glaube ich, nicht einen Stempel. Dann hier so Herzen, Diamanten, Schmetterlinge, Schleifen, Wolken, Krönchen und ja, wahrscheinlich Wimpel oder so. Vorsicht, jetzt kommt eine Spinne für alle, die Phobie haben. Kurz weggucken, ich sag Bescheid, wenn sie dann wieder weg ist, die Spinne. Dann hier so Halloween-Zeug mit Katze, Kürbis, Spinne, Hexe, Teufelchen, Fledermäuschen und Spinnennetz und so. Ja, die gefällt mir richtig gut. Ich bin also ein kleiner Halloween-Freak. So, Spinne weg. Für alle, die keine Spinnen mögen, sie ist weg. So, jetzt zeige ich euch noch die anderen drei Stencils. Das ist so einer. Boah, ist okay. Weiß ich nicht, ob ich ihn gebrauchen kann. Dann hier so klein gedönst. Flugzeug, kleine Insel mit Palmen, eine Krabbe, eine Schnecke, Pfötchen, auch wie süß. Ein kleiner Delfin, ein kleiner Tukan. Ihr seht es ja selber. Hier so Wahrzeichen, ne? New York, wahrscheinlich Holland. Dann hier Sydney hier, diese Arena. Soll es doch die sein, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich denke mal. So. Dieser Stencil und noch Buchstaben und Zahlen. Und sogar römische Zahlen sind dabei. Das ist ja auch richtig cool. Das finde ich gut. Oh, für den nächsten Adventskalender, Mädels. Wisst ihr Bescheid? Nein, Spaß. So gemein bin ich nicht. Ja, und das war's schon. Ja, genau. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, falls ihr dieses noch nicht getan habt. Darüber freue ich mich sehr. Und wie gesagt, wenn ich die 500 voll habe, dann gibt es eine Verlosung. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Wird so eine Art, ich denke mal, wie in Form von einer Happy Meal denn sein. Mit Goodies. Wie zum Beispiel Stempel. Also eins von diesen Stempelsets, was ich gezeigt habe, ist auf jeden Fall mit dabei. Gut, muss ich gleich machen. Also, bis dahin, bleibt alle schön gesund und tschüss!